Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Glory. Ja, Wasser. Wie ihr seht, das Urelement allen Lebens. So. Ja, ich weiß, die letzten Folgen habe ich sehr viel über sehr unschöne Dinge gesprochen. Und zum Abschluss würde ich sagen, trink doch mehr Wasser. Wasser ist gesund. Ist das wirklich so? Wobei, naja, da streiten sich schon wieder die Geister. Weil, ja, wir haben 7 Weltmeere. Wir haben viele Bäche, Flüsse und Seen. Und wir haben viel Chemie und Industrie, die leider unsere vielen Flüsse, Bächen und Seen zunehmend verdrängen. Und sogar die Weltmeere. Ja, zu einem anderen Element, was sehr gesund ist, oder besser gesagt, zu einem Tier. Wir haben ja eine Fischerei. Fisch ist gesund. Doch leider auch dieses benötigt reines, klares Wasser. Ja, wir haben uns ja viel mit Gesundheit und so beschäftigt. Ich scroll mal hier ein bisschen raus, das ist unsere Valley wieder. Und zwar, ja, auch in einem anderen Spiel habe ich das schon mal ein bisschen diskutiert. Das Problem ist ja die Chemie und so weiter. Die ganzen Abwässer und so weiter, die gehen wieder in unser Trinkwasser. Dazu gibt es wieder Aufbereitungsanlagen, sogenannte Klärwerke. Und da streiten sich jetzt mittlerweile schon wieder welche drum, inwiefern unsere Klärwerke etc. überhaupt das Wasser wieder sauber kriegen. Das bedeutet, wie viele Bakterien etc. kriegen wir da überhaupt wieder raus. Gut, einerseits, man könnte Wasser abkochen, um Bakterien etc. zu killen. Das ist eine gute Sache. Das sollte man übrigens bei kleinen Babys machen, dass man das Wasser übrigens 5 Minuten Minimum abkocht, wirklich, und um es Keim- und Bakterien frei zu kriegen. Das gute, schöne Leitungswasser. Habe ich mal so gehört. Aber ich glaube, generell wäre das gar nicht so schlecht. Vielleicht würden wir dann nicht so oft erkranken können. Oder so. Aber wie ich schon sagte, auch mit den Krankheiten und so, man sollte sich nicht unbedingt kirre davon machen. Die ganze Welt besteht aus Bakterien, Mikroorganismen und wie ist der Kuckuck, was hier alles kreucht und fleucht. Und ja, ich sag dann mal Prost, ne? Weil Wasser brauchen wir zum Leben. Ohne Wasser würden wir sterben. Wir würden einfach austrocknen. Wir gehen ja auch nicht ohne Wasser in die Wüste, weil das dämlich wäre. Also, viele Survival-Spieler oder so. Wie gesagt, ich spiele ja auch Cone Exiles, ein Survival-Spiel in der Wüste, halbwegs oder großteils. Und dort geht man auch ohne Wasser nicht in die Wüste, weil da kriegt man dann ganz schön ziemlich Durst. Und dann ist irgendwann, sie sind verdurstet. Ja. Im Übrigen, es ist auch bewiesen, dass man schneller verdurstet als verhungert. Obwohl ich schon wieder Hunger kriege. Aber na gut, mal gucken, was es dort Abend zu essen gibt. Ja. Da kommen wir auch wieder zum Kochen. Selbst kochen ist natürlich immer wieder gesünder als Fertiggerichte. Oh mein Gott, ja, ich bin ein
Prophet, ein Apostel. Sind wir das nicht alle? Naja, gut. Aber ich will euch ja keine Standbaugenalten. Nein, natürlich. Es ist so, gerade die jungen Menschen möchte ich damit ein wenig ansprechen. Früher hat man Kochen in der Schule gehabt. Ich habe mittlerweile sogar von der lieben Mariella, die wahrscheinlich keiner von euch kennt, die allerdings erst 13 ist, erfahren, dass es wieder Kochen und Nähen in der Schule bei ihr gibt. Was ich super gut finde. Ich habe früher auch nähen gelernt. Ich weiß heutzutage gar nichts mehr darüber. Aber egal, kochen kann ich auch nicht. Dafür habe ich zwei linke Daumen. Genauso wie fürs Handwerken. Da sind die Daumen ruckzuck ab. Das ist keine gute Idee. Nicht bei mir. Aber na gut, meine Frau kann zumindest kochen. Und es gibt ja genügend Kochrezepte und so weiter. Also man muss dafür auch ein wenig Geschick und so weiter besitzen. Ja, also es ist auch ein Witz, ja, das, was ich manchmal so, wo es darum geht, so die typischen Dinge mit Hausfrau und Mann, und die Hausfrau muss halt kochen können. Oder, ja, ne? Kennt man also aus den 50er Jahren oder wahrscheinlich auch noch früher, wo es die Hauptaufgabe der Frau war, zu kochen. Ja, liebe Männer, wir sollten auch kochen können. Na gut, ich kann Spiegelei braten. Wow, ich kann Spaghetti kochen. Das ist auch keine Kunst. Nicht wirklich. Aber ja, ich weiß, also gerade die Singles, die werden jetzt sagen, kochen, das ist ja scheiße, ich hole mir lieber eine Dose, Ravioli oder so, ich bin da nicht anders, nein, überhaupt nicht, nein. Obwohl, naja, was ich schon wieder über Raviolis gelesen habe, ach, hört mich auf, was da wirklich auf Fleischanteil drin ist und, ach nee, hör mich auf. Es schmeckt ja lecker. Es macht satt. Naja, satt macht es mich eigentlich auch nicht mehr so. Ich könnte eine ganze Dose Ravioli essen und sagen, gibt's noch Nachschlag? Ist so teilweise Hammer. Wenn ich manchmal diese Portionierung lese, ja, wo eine Dose für zwei Teller und reicht, okay, das kommt hin. Aber dann sollen da vier Leute von essen können. Und satt werden, bitte? Nein. Also, viele werden sagen, Kochen ist natürlich Umstand. Da sage ich auch ja. Das ist leider Umstand. Aber es ist wesentlich günstiger als Fertigprodukte und gesünder. Ja, ne? Da war wieder beim Kochen, Thema Kochen sind. Ja, wie gesagt, also eigentlich müsste man Leitungswasser am besten auch noch abkochen und aber da mache ich mich auch nicht kirre mit. Also sagen wir mal so, 5 Minuten kochen, dann sind Bakterien und so weiter bei 100 Grad relativ tot. Es gibt resistente Bakterien. Ha! Es gibt auch antibiotikaresistente Bakterien. Ja. Da muss ich auch wieder ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Wenn ihr eine Krankheit habt, egal was, und ihr bekommt Antibiotika verschrieben, nehmt sie bitte auch. Bis zum Schluss. Ich weiß, die Scheiße macht einen müde und so weiter. Nein, aber das Problem ist de facto, dass viele Menschen sagen so, ach ja, jetzt habe ich eine Woche Antibiotika genommen. Jetzt geht's mir ja wieder gut. Den Rest nehme ich nicht. Wenn der Arzt sagt 2 Wochen Antibiotika, dann nehmt ihr 2 Wochen Antibiotika. Ganz einfach. Punkt, Schluss, aus, Ende. Weil
Das Problem ist, euch geht es zwar nach einer Woche oder so wieder gut, aber, gibt es ja auch wieder in den Medien und so weiter gepriesen und gepredigt, aber das Problem ist, ihr habt immer noch Bakterien in eurem Körper. Und diese, ne, werden resistent. Und wenn ihr erstmal eine resistente, antibiotikaresistente Krankheit dann davon kriegt oder jemand anderes damit infiziert, dann ist Holland in Not. Und deswegen, ne, hört auf euren Arzt, nehmt die Medikamente und Schluss ist. Ich weiß, manchmal sagt man, Scheiße, ich will doch nicht, aber es ist halt so. Nehme auch meine Antibiotika, wenn ich sie kriege. Das ist auch wieder so eine Sache. Viele Ärzte haben früher, oder als ich noch jugendlich jung war, tralala, da war es so, dass das viele Ärzte auch viel zu viel Antibiotika verschrieben haben. Da kämen wir auch schon wieder zur Lebensmittelindustrie. Tiere und Antibiotika. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Die werden damit vollgepumpt. Das will kein Mensch wissen. Also, ja, wo ich dann lese, so, oh, im Leitungswasser könnten Antibiotika-Rückstände sein. Darüber machen sich manche wirklich den Kopf. Da sage ich, Leute, ihr esst Fleisch und so weiter. Da sind keine Antibiotika-Rückstände drin. Oh je. Ich weiß nicht, also, ja, aber zurück mal zum Fisch. Ja, also viele Vegetarier, ja, die sagen, wir sind gegen Tierzucht oder gegen Antibiotika, gegen sonst was, gegen Gott und die Welt. Klar, jedem seine Meinung, jedem sein Ding. Ich bin auch nicht unbedingt derjenige, der sagt, Mastbetriebe etc. muss nicht sein. Bin ich gegen. Aber das gleiche gibt es mit Fisch. Ist so. Es gibt Fischmastbetriebe. Die produzieren Fisch bis zum Erbersten. Da gibt es gerade die guten Fische mit den Fettdings und Omega-3 und so weiter. Ne? Oder der gute Lachs und so weiter. Ja. Das ist, oder warte, was war das andere? Kabeljau oder so? Könnt ihr euch natürlich auch wieder im Netz und alles klar selbst recherchieren, selbst gucken, selbst machen, aber nicht verrückt machen, weil das habe ich schon selber genug getan. es ist wirklich, wenn man so ein bisschen Augen aufmacht, Scheuklappen weg und mal so ein bisschen guckt, was hier eigentlich passiert auf dieser tollen Welt. Das ist eine tolle Welt, würde ich nicht abschreiten, aber wenn man mal so wirklich so ein bisschen dahinter guckt und wo man sich denkt, mein Gott, warum läuft das hier alle zur Kacke? Sag ich jetzt mal meine Meinung. Ja, ganz einfach. Ich komme ja aus dem Einzelhandelsbereich. Und da heißt es Angebot, Nachfrage. Ganz einfach, konsequent, bumm, durch die Bank. Ne? Wenn die Nachfrage stimmt, ist das Angebot natürlich hoffentlich da. Und genau das ist das Problem. Die Nachfrage, die ist immer höher, immer höher. Immer mehr Menschen leben hier. Immer mehr Nachfrage nach Dingen ist da. Immer mehr Konsum, was natürlich der Handel auch gerne anregt und sagt, haha, kauf dir den neuen Fernseher. Der kann jetzt Bilder, Querformat und Kurve und... Das ist auch so eine Sache für sich. Aber da, na gut, okay. Ich will jetzt nicht drüber sein. Klar, jeder kann sich einen Curve-Fernseher holen. Ich sag nein. Ich hab mir jetzt vor kurzem einen Monitor geholt. Weil mein anderer Monitor, der ist nicht kaputt. Nein, der funktioniert noch. Aber das Problem ist, der andere Monitor, der hat jetzt, ich habe jetzt zwei Monitore, das hatte ich vorher auch. Das Problem ist, dass ich nur eine neue Grafikkarte habe. Diese neue Grafikkarte hat DVI-I und DVI-D oder so. So,
DVII kannst du, glaube ich, jetzt lasst mich nicht lügen. Also einen von beiden kann man auf VGR adaptieren. Den anderen von beiden nicht. Und das ist der, der sich gerade durchsetzt. Natürlich. Der Neuere, der auch nichts Besseres kann als der Alte. Und da werden wir wieder angeregt, uns neue Gerätschaften zulegen zu müssen, da die Alten es nicht mehr können. So, das habe ich auch reiflich mir überlegt und gemacht und getan und gedacht, naja gut, ich habe auch noch die PlayStation mit HDMI und sonstiges und habe mir einen neuen Monitor geholt. Den anderen habe ich gelassen. Warum soll ich mir da einen neuen hinstellen? Der macht ein Bild, ich sehe, was ich aufnehme. Das ist ein 16:10 oder so Format, keine Ahnung. Der ist auch schon arschalt. Ich hatte vorher einen 4:3 Monitor da stehen. Der hat die Hufe hochgemacht. Genau, das kam ja auch noch dazu. So, wo ich sagte, naja gut, Käse. Zeigt nur einen Monitor. Aber da wollte ich mir einen neuen holen quasi und ja, dann habe ich eben recherchiert, gemacht, getan. Und jetzt habe ich hier einen schönen BenQ da stehen. Mit zwei HDMI. Mit HDMI-Durchschleifung. Weil ich ja auch PlayStation so manchmal aufnehme und so weiter. Also deswegen habe ich mich auch für diesen entschieden und keinen anderen Monitor. Da ist mir Curve und sonst hier sowieso egal, aber dieses immer auf dem Trend sein, immer das Neueste, immer das Tollste, da bin ich überhaupt nicht für. Nein. Ist ja schön, dass es das alle gibt. Ich verbiete es ja auch keinem. Aber, ja, oder auch gerade Handys oder so, ist ja noch viel schlimmer. Ja, da kommt ja... Jedes Jahr kommen wie viele Handymodelle raus, die dann wieder ein bisschen schöner sind, ein bisschen schneller, ein bisschen toller. Gut, bei Rechnern ist das nicht anders. Kommen ja auch immer bessere Mainboards raus, bessere CPUs, bessere Grafikkarten. Klar. Aber ich bin halt so ein bisschen, weiß ich nicht, anders. Ich sag dann, naja, solange das alte Zeug das tut, was ich will. Und so muss ich mir keinen Kopf um was Neues machen. So, warte mal, Bauarbeit. Der macht hier ja nichts. Warte mal, ich mach mal Bauer. Ich habe nicht so das Gefühl, dass die Bauer den Bauarbeitern irgendwie Sachen bringen oder so. Warte mal, da steht Eisen 32 von 32. Okay, bauen, 0. Holz ist da. Was fehlt? Steine. Fehlen uns Steine für dieses Gebäude? Ich will auch mal ein bisschen wieder hier zu Banish zurückkommen. Also Holz haben wir, Steine haben wir. Moment, wir haben Holz und Eisen da. Wir haben Holz und Eisen da. Ah, ja. Es fehlen uns Steine. Es fehlen uns Steine. Okay, dann würde ich sagen, kommt der darüber? Ich hoffe ja, ne? Ich würde sagen... Dann mache ich jetzt Folgendes, mal um Banish zurückzukommen. Wir benötigen Steine. Nee, Moment, das war falsch, oder? Hier sind Steine, genau. Wir benötigen Steine. Jetzt hat er auch den Holz, den Baum genommen, oder? Ich weiß es nicht, egal. So, jetzt gucken wir mal, ob der das auch macht. Oder ob irgendjemand das da macht. Und die Steine holt. Weil sonst wird das Gebäude dann nicht fertig. Dementsprechend kriegen wir wiederum keinerlei Dings. Aber ich finde, gerade so ein Wirtschaftsaufbauspiel etc., da kann man so schön über andere Themen reden. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dem Ganzen? Ja, also wie gesagt, die letzten 2-3 Folgen habe ich mich da mal so ein bisschen ausgelassen, so wie jetzt auch. Und ja, ich finde, man muss über solche Dinge diskutieren. Wir müssen alle so ein bisschen gucken, also gerade auch will ich die Jugend ein bisschen damit erreichen, gebe ich offen zu.
Weil es heißt ja immer so, ja, die Jugend von heute sind die Erwachsenen von morgen. Und ich hoffe, dass diese Welt irgendwann ein bisschen besser wird. Dass vielleicht die Erwachsenen von morgen vielleicht ein Einsehen haben und sagen, Mensch, wie wär's, wenn wir wieder vernünftige Dinge produzieren etc. und nicht alles punchen und sonstiges tun, wie wir es tun oder so. Es gibt ja auch Bioläden etc., die back to the old school gehen, so ein bisschen. Aber da hatte ich ja auch schon gesagt, die sind auch schon wieder verschrien und tralala. Wobei ich bin sogar, ja, selbst am Überlegen. Weil ich war ja schon mal öfter im Bioladen. Da sind die Preise sowas von. Da schmeißt du dich weg. Gibt's ja auch schon im normalen Discounter. Bio-Kartoffeln kosten da dreifache. Denkst, Alter, das ist nur eine Kartoffel. Na gut, was kostet ein Sack Kartoffeln? 1,50 oder was? Ja, so halbe Kilo oder so. Ja, ich kaufe nicht so oft Kartoffeln, aber ich glaube, könnte hinkommen. Ne? Also die sind nicht allzu teuer. Aber wenn man so mal, ne, weitermacht, also Kartoffeln kaufen, ja gut, schön, bio, lecker. Ist nicht gesprüht worden. Die haben andere Sachen dafür. Biologische Zeuges. Was vielleicht auch nicht unbedingt wirklich unbedingt immer besser sein muss. Ne? Also Fructose ist ja auch nicht besser als Haushaltszucker, wie man so schön sagt. Das geht zwar nicht so in Richtung Blutzuckerspiegel, aber das ja, soll ja auch wiederum die Nieren und so weiter ziemlich angreifen und wird anders abgebaut und man kann sich ja darüber totlesen, was nicht alles wie schlimm ist und ach, ist grauenvoll, grauenvoll. Kommt bloß nicht damit an. So, nee, aber ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne, also mit dem Bio und so. Finde ich ein guter Ansatz, ist toll. Aber ich weiß nicht, würden wir alle mehr Bio kaufen, würde es dann günstiger werden. Es gab ja so einen richtigen Bio-Hype, einen Trend. Ja, wo alle sagen, oh, ich will Bio, ich will mit einem Jute-Sack rumlaufen. Ist alles schön und gut, aber es muss auch finanzierbar sein. Und da kommen wir zum nächsten Knackpunkt. Ne? Also, wenn man mal die Jobwelt sich so anguckt, was kriegt man denn heutzutage noch? Außer man hat studiert. Oder selbst ein Gymnasiast. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Die kriegen teilweise nichts. Ja, also du musst ja schon einen Abi gemacht haben teilweise, um Einzelhandelskaufmann ausüben zu dürfen. Im normalen Sinne. Jetzt halte ich mich für bescheuert, aber ja, ich rede da leider aus Erfahrung. Wo dann drin steht, wir suchen Einzelhandelskaufmann. Stand früher zumindest da. Heutzutage werden ja nur noch Verkäufer gesucht. Ich habe den Einzelhandelskaufmann gelernt. Mit einem normalen Hauptschulabschluss und alles schön, alles gut. So, muss aber ein Abitur mitgemacht haben. Wo ich denke, warum muss ich dafür halb studiert haben, ein Abitur abgeschlossen, um anderen Menschen etwas verkaufen zu dürfen? Macht keinen Sinn. Ich will ja kein Chemielabor anstellen und die Sachen da irgendwas verändern, gehen manipulieren, keine Ahnung was. Das ist auch wieder so eine Sache. Ach, hört mich auf. Man darf einfach nicht so drüber nachdenken. Ja, genmanipulierter Mais und so. Das gab es auch alles schon in den Schlagzeilen. Es wird alles kommen. Das ist ja das Problem. Ja, diese ganze Genkacke und sonst was wir alles hier nicht haben wollen. Früher oder später wird es wahrscheinlich kommen. Und das ist das Problem.
dass wir als Verbraucher, wo man ja sagt, wir sind so mächtig, warum kauft ihr das Zeug? Wir haben ja kaum noch eine andere Wahl. Das ist ja das Problem. Wo ich sage, naja, es ist ja schön, dass ihr uns immer den schwarzen Peter zuschiebt, liebe Industrie, aber welche Wahl haben wir denn? Bio kaufen? Oh, toll, super. Kostet nur 4-5 Mal so viel bei manchen Dingen. Ja, geh mal hin und sag, ich möchte ein Bio-Schwein Kotelett. 20 Euro? Kann sein, definitiv, warum nicht? So, und die kriegen wahrscheinlich genau das gleiche Kraftfutter wie die anderen Tiere auch. Und dann sagt ihr auch, wozu bezahle ich so viel? Wenn das Tier die gleiche Scheiße eingeflößt kriegt. Nur weil es ein Biobauer ist und das Schweinchen im Schlamm wälzen durfte. Gut, ist natürlich auch ein Aspekt. Klar. Klar wollen wir, dass unsere Schweine glücklich waren. Und was nicht alles. Oder auch die Legebatterien nicht mehr da sind. Etc. Das ist alles gut. Das ist toll. Und deswegen appelliere ich ja auch ein wenig an die Jugend. Oder auch an die Erwachsenen. Klar, ich bin ja selbst ein Erwachsener. Aber was können wir schon großartig tun? Geht auf die Straße, protestiert. Pff, wer hört euch noch zu? Ja, also sorry, ich erlebe hier zigtausend Demos auf unserer schönen Brücke hier. Okay, Mensch, wer nimmt denn das noch wahr? Also ich sag mal so, es ist uns das Internet gegeben. Und ich für meinen Teil sage, das ist eigentlich eine sehr tolle Sache. Weil darüber können wir unsere Stimme noch erheben und sagen, das ist nicht gut so, wie es läuft. Und wie wäre es, wenn wir ein bisschen zurückschreiten, vielleicht ein bisschen weniger konsumieren, was uns ja auch geraten wird, und ein bisschen die Industrie zurückschrauben und nicht mehr Masse produzieren, sondern Klasse. Das wäre toll. Aber naja, gut. Was können wir schon daran ändern? Aber naja, gut. Ihr merkt schon, dass das Ganze stimmt mich ein bisschen traurig. Und ja. Es ist halt so. Ich mache mir wirklich ein bisschen Kopf drum. Und nicht nur um mich alleine, sondern um ja, Gott und die Welt, wie man so schön sagt. Wir reden ja auch über Gott und die Welt. Aber naja. Wir könnten alle eine bessere Welt haben. Und das nur, wenn alle mit anpassen. Wenn alle gescheit sagen, ja, wir wollen besser leben. Aber na gut, naja, genügend prophezeit. Und sonstiges oder philosophiert, wie man es auch immer nennen mag. Aber schlussendlich liegt es auch an den leider Großen, die sagen, wir wollen produzieren, wir wollen Kohle schöffeln, wir wollen machen, 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 dass die ein Einsehen haben. Und da, finde ich, da ist der Knackpunkt. Solange die nicht merken, dass sie mal Kohle genug haben und keine moderne Sklaverei benötigen, weil wir müssen sowieso unsere Lebensmittel kaufen und alles. Klar, zwingt uns keiner zu, die Wurst von A zu kaufen, wenn die Wurst von B besser ist. Aber da müssen wir wieder drauf achten, welche Wurst ist denn jetzt besser? Und. Na gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir haben schon weit überzogen. Es sind schon 30 Minuten. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich hoffe, ich erreiche euch auch ein bisschen damit. Das ist nämlich so ein bisschen das, was ich auch hoffe und an das Gute glaube. Dass es irgendwo immer einen Funken Hoffnung gibt, einen Funken Gutes. Dass die Menschen sagen, ja, ich will doch auch gut leben, in Ruhe
und mir keinen Kopf drüber machen, ob weiß Gott was in meine Sachen gepanscht wird oder ja, einfach gesund leben. Das wollen wir doch alle. Gesund und glücklich. Also dann würde ich sagen, in diesem Sinne bedanke ich mich euch fürs Interesse, fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder.